Hi guys, I had an exhibition 2 weeks ago. It was really great, a lot of people came. The exhibition was organized by the Kulturvernetzung. They make once a year a big event where everybody in the Lower Austria area shows their artwork. It's one weekend a year and everybody is welcome to every studio who is taking part of it. And this year I opened my studio to show all the widlets you see behind me and much more. You can see how the exhibition went on my blog. I will post some pictures there. Big thanks to Kulturvernetzung for doing that stuff. But today I want to show you some more. The Kulturvernetzung also organized a video, an image video of my work with a great TV team. They did really a great job. I want to show it to you after I stop talking. The video is in German though, so I put some English subtitles there. You just have to activate it in YouTube so you can understand everything. And yeah, that's pretty it for this vlog. Thanks for watching. I'll be back guys and subscribe. Hey, I forgot something. I'll shoot tintypes on the 9th and 10th of November at the Fulton Adventure. It's a big photography fair in Vienna. So come visit me and have fun with me. I'm looking forward to meet you guys. Ich bin der Markus Hofstetter und ich fotografiere. Ich fotografiere mit der Technik des Collodion-Lasplattenverfahrens, die ist so 160 Jahre alt. Ja, ich habe mich den angenähert mit analogen Fotografie, die ich vor ein paar Jahren wiederentdeckt habe für meine Straßenporträts. Und nach einer Zeit wollte ich ein bisschen mehr in Richtung analog gehen und mehr analog war dann die Lasplattenfotografie. Ich arbeite mit so einer Technik, weil ich gerne mit den Händen was mache. Weil es einfach wieder richtiges Arbeiten ist, weg vom Computertisch. Man produziert was selber, ich erstelle selber meine Chemie. Es ist back to the roots. Das Spannende für mich ist, Menschen zu fotografieren, so wie sie sind. Ja, der Unterschied ist, dass die auf einmal vor einer Holzkiste sitzen, so dass es einfach nur brutal was ist, mit einem Messingreal davor, mit einem Objektiv, dort reinschauen. Und einfach Zeit zum Nachdenken haben, da gibt es kein Telefon dazwischen, die müssen halt einmal zumindest mal eine Minute oder so relativ mit Ruhe dort sitzen. Ich versuche den Menschen, die ich fotografiere, dabei zu helfen. Ich versuche Erinnerungen herauszulocken oder vielleicht auf andere Gedanken zu bringen, zum Nachdenken bringen. Meine Motive sind bevorzugt Menschen, ganz klar. Ich mag Menschen total gerne, ich finde, dass alle eine Schönheit haben und die versuche festzuhalten.